Hin und wieder werde ich gefragt, ob es sowas wie Besetzungen gibt. Aus meiner Sicht nein. Aus meiner Sicht entstehen solche Informationen aufgrund Unwissenheit. Ja, es gibt Menschen, die das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind, aber was ist, wenn es dein Opa ist? Und nur weil du die Energie vielleicht nicht verstehen kannst, sie falsch interpretierst. Genauso wenig glaube ich daran, dass Seelen hängen bleiben oder nicht direkt ins Jenseits gehen. Das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, jede Seele geht ins Jenseits. Wenn aber, um bei dem Opa zu bleiben, dein Opa gerne bei dir ist und dein Opa gerne bei dir sein möchte, dann wird ihn natürlich nichts halten und natürlich wird er in deiner Nähe sein. Vielleicht spürst du ihn dann sogar. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es gibt unzählige Medien oder Kolleginnen und Kollegen, die sich der Verantwortung nicht bewusst sind, wenn sie Aussagen in jeglicher Form treffen. Es geht dabei nicht ums Geld. Natürlich gibt es auch welche, die mit diesen Unsicherheiten und Unwissenheiten Geld verdienen, aber es geht mehr um die Personen, die in dem Bereich einfach durch Informationen, die sie streuen, Menschen verunsichern. Deshalb ist mir so wichtig, was ich wem und wo sage. Deshalb gebe ich auch keine Zukunftsprognosen ab. Vielleicht könnte ich das. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass dich, egal was ich sage, dass dich das beeinflusst. Und das soll es nicht. Du bist hier, um deine Seele, um dich selbst zu erfahren.